So, jetzt geht's weiter mit einer Folge Metro und wir müssen den Bibi und die KTK. Immer schön in die Augen schauen. Schau mir in die Augen, die kleine Ravonne proppen. Wobei ich sehr, sehr Respekt jetzt davor habe und ich weiß, dass wir halt einfach sowas von sterben werden. Ich muss jetzt mal gucken nochmal, wo wir hin müssen. Wir müssen natürlich, wahrscheinlich... Hä? Aha, hier lang. Okay. Schießen bringt nichts. Oh oh. Weglaufen auch nicht. Nee, der schaut ja echt ekelhaft aus. Okay. Oh Gott. Okay, da geht's dann hoch irgendwie. Hey, wo müssen wir denn da hin? Ach hier. Uff. Ja. Weil eigentlich ist er ja schon ganz lieb, gell? Schau, wie es sich freut, uns zu sehen. Ich hab dich... Nein, nein, nein! Ich hab dich schon angeschaut! Oh! Oh Gott. Ich war wieder allein. Und schon bald würde ich buchstäblich der Furcht in die Augen sehen. Ah, ja, okay, wir müssen... Aber wir wissen jetzt, wo wir hin müssen. Habe ich nicht gesagt, dass wir wahrscheinlich ganz oft oder dass ich wahrscheinlich ganz oft sterben möchte? Möchte natürlich. Muss, werde. Ach ja. Dann brüll nochmal. Brüll.
Also wenn der jetzt auf mich zuläuft und mich haut, dann mag ich den nicht mehr. Dann bist du nicht mehr mein Freund. Macht. Der ist auf mich zugelaufen. Oder ich muss ein bisschen in den Raum rein, dass er nicht zu nah zu mir kommt. Schau dich genau an. Wo jetzt? Gott, da ist was zu lesen. Okay, wie es denn ist, macht ein abgegriffener Spruch. Vor dem Krieg hatte vermutlich niemand mehr über seine Wissen, über seine eigentliche Bedeutung nachgedacht. Wissen war für alle zugänglich. Mein Stiefvater erzählte mir mal, dass ein tragbares Telefon einem alle Fragen mit einem Fingerstreich beantworten konnte. Niemand kümmerte sich mehr darum, zu lernen, neue Informationen zu sammeln und sich einzuprägen. Und dann... In einem einzigen Moment sind all diese Informationen weg. Die Telefonleitungen waren tot, die Akkus der Telefons leer. Und jene, die das Wissen nicht in ihrem Kopf haben wollten, standen nun mit leeren Köpfen da. Wissen ist eine Macht, eine wertvolle Handelsware geworden, extrem wertvoll. Hier in der großen Bibliothek ist vermutlich mehr Wissen über die Erde und den Menschen gelagert als irgendwo sonst. Aber jeder Buchstabe aus diesem riesigen Schatzkammer wird... der gelesen wird, muss mit Blut bezahlt werden. Okay, ich glaube, hier ist er jetzt dann wieder irgendwo. Hier. Jetzt musst du mich doch schon kennen. Die Frage, wo du jetzt hingehst. Jetzt war ich zu nah, Schitte. Oh nein. Ha, nicht schon wieder. Okay. Aha. Da kann ich gar nicht mehr zurück. Das ist doch hervorragend.
So, gelesen haben wir. Vielleicht muss ich auch dahinter. Hier? Sagen wir mal kurz zum Scheißhäuser. Auch hervorragend. Ich bin so konzentriert. Okay, Speicherpunkt. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich da nicht irgendwo runterfall, wenn er mir entgegenläuft. Wo läufst du hin? Ja, ja, genau, du bist der King. Oh Gott sei Dank. Kann ich hier durch? Das ist die Frage, haut er mich jetzt dann nochmal, wenn er mich sieht? Mhm. Jetzt sind es zwei. Nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Das ist ja wahrscheinlich der andere irgendwo. Oh nein! Wohin? Wohin? Oh!
Oh, lecko mio. Oh, das ist der andere. Ja, einer ist jetzt hier und der andere kommt jetzt wieder. Boah, es ist anstrengend. Entschuldigung, dass es auch so ruhig ist, aber das ist, da muss man echt ein bisschen, ja. Ich glaube, wir müssen hier lang, oder? Schaut so aus. Boah, bitte, bitte, bitte. Das Untergrundlager war ein furchteinflößender Ort. Und ich hatte keine Idee, wo oder was ich suchen sollte. Aber ich wollte nicht daran denken, dass meine Bemühungen nichts brächten. Doch, natürlich bringen die was. Natürlich bringen die was. Jetzt sind da zwei. Aber komm, das machen wir in der nächsten Folge. Und da freue ich mich, wenn ihr mich seelisch unterstützen würdet. Bis dann.